Ab 2025 sollen in Leipzig insgesamt 55 sogenannte XXL-Plus-Straßenbahnen unterwegs sein. Die neuen Bahnen sind länger und breiter als die bisherigen NGT8-Modelle. Dafür müssen in der Stadt jede Menge Gleisbereiche umgebaut werden. Leipzigs BürgerInnen müssen sich in den kommenden Jahren auf viele Baustellen einstellen. Der Leipziger Stadtrat hat jetzt die Vorlage aus dem Dezernat Stadtentwicklung und Bau zur sogenannten Gleisausweitung mit 34:1 Stimmen bei 14 Enthaltungen angenommen. Sie sieht vor, dass die Anpassung des Streckennetzes der LVB erst 2037 komplett abgeschlossen sein soll. 2025 kann lediglich die Linie 16 mit den breiteren Straßenbahnen befahren werden. In der Debatte wurden zahlreiche Verzögerungen bei dem Projekt kritisiert. Der Komplettumbau des LVB-Schienennetzes war bereits 1993 beschlossen worden.